Und damit begrüße ich euch zum heutigen Angespielt. Wir testen Grid Legends. Ja, Grid Legends, ihr seht es schon, ganz klares Racing-Game. Und deswegen dachte ich mir, muss ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir können ja auf unterschiedlichsten Strecken, bekannten Strecken, klassischen Strecken, aber auch fiktiven Strecken fahren. Und, so wie ich es gelesen habe, kann man auch eigene Strecken erstellen, eigene, ja, Championships erstellen mit eigenen Regeln, eigenen Strecken und so weiter und so fort. Und dieses Spiel bietet nicht nur die Möglichkeit, Rennen zu fahren, sondern wohl auch einen kleinen Story-Modus, was Grid Legends aber noch genau zu bieten hat. Das schauen wir uns jetzt an und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Alright, das ist doch mal ein Auftakt, wie man sich ihn wünscht. Ja, ihr seht, mein Heck, das wackelt schon so ein bisschen rum. Aber ich gehe von aus, dass wir jetzt gleich hier die Steuerung übernehmen und noch irgendeine Position erreichen müssen. Was ich auf jeden Fall überragend fand schon mal, dass man hier tatsächlich mit richtigen Personen diese Story noch aufschmückt. Richtig, richtig nice. Und dann gleich natürlich direkt mit so einem Vorfall. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir Schaden eingestellt haben, großartig. Ich meine, mein Heck wackelt ja schon so ein bisschen rum. Aber ich bin super schnell, Alter. Warum sind die anderen so langsam? Hä? Warum gucken die alle so rum? Haben die alle so harte Probleme oder ist die Schwierigkeit so gering? Hä, wie ist das hier? Fahren wir hier Wreckfest oder fahren wir Grid? Wo man eigentlich schon fair überholen sollte. Vor allem mein Name, ja, Nummer 22. Und wie lang ist diese... Oh mein Gott, Alter, ich drehe mich einfach. Gibt es sowas wie Rückblenden? Fahrzeug zurücksetzen, das ist immer gut. Erstmal hier schön Scheiße gebaut. Alter, wie die Karre ausbricht, ist ja insane. Schön innen rein. Nur noch ein paar Kurven. Du schaffst das. Schön ruhig bleiben. Okay, okay. Also wenn das so rot aufleuchtet, ja, dann ist er, glaube ich, immer kurz vorm Ausbrechen, weil natürlich die Drehzahl wahnsinnig hoch ist. Und das ist die Startziel, oder? Ja, das ist die Startziel. Ja, ich hätte es auch gewinnen können. Naja. Vorne hatte ich auch nicht mehr viel an meinem Auto. Naja, egal. Cool. Ist es an? Ja? Okay. Mein Name ist Marcus Adeau und ich bin Teamchef von Zeneca Racing. Hey, Liebling. Nein, 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 nein. Wir haben dieses Dinner mit den Vorstandsmitgliedern morgen. Hä? Manche werden in den Rennsport hineingeboren. Ich musste dafür arbeiten. Meine Eltern führen ein nigerianisches Restaurant in Südlondon. Und für sie hing Erfolg nie von ausgefallenen Gerichten oder teuren Zutaten ab. Es ging um das Vertrauen in ihr Personal und ihr Verlangen, sich immer weiterzuentwickeln. Als ich die Chance bekam, ein Rennteam zu leiten, habe ich es auch so gemacht. Morgen, Chef. Hey, da ist sie ja. Falls ihr hinterm Mond lebt, das ist Yume Tanaka, Rennsportlegende. Hast du Zeit, die neue Bremsanlage zu besprechen? Klar. Marcus Adeau ist sowas wie ein Wunderkind. Er war gerade mal 25, als er Senecas Vorstand überzeugt hat, in unbekannte Fahrer zu investieren und ihn als Teamchef einzustellen. Er wirkt so erfahren, als wäre er doppelt so alt und das bringt ihm enormen Respekt. Das einzige Problem ist, sein Plan geht nicht auf. Letztes Jahr zum Beispiel hat sein zweiter Fahrer den Rekord gebrochen für die meisten letzten Plätze in einer einzigen Saison. Und der Ersatz für dieses Jahr war so schlecht bei den Tests, dass er noch vor dem ersten Rennen hingeschmissen hat. Ob mir das peinlich ist? Nein. Es geht immer um das große Ganze. Wenn du ein tolles Rezept entwickeln willst, sind erst einmal Experimente nötig. Klar, wir hatten ein paar schwierige Jahre, aber sobald wir Erfolg haben, und ich bin mir sicher, das werden wir, dann werden wir vielleicht zum stärksten Team bei Grid. Aber was jetzt? Die Saison beginnt in 3 Tagen und ihnen fehlt ein Fahrer. Dann finde ich halt einen neuen Fahrer.
Ziel. Komm vor Matteo Vega ins Ziel. Also, man sieht schon, dass hier Codemasters und EA dran arbeiten. Es hat natürlich ein bisschen was auch, ein paar Ähnlichkeiten zu der Story, wie das auch in F1 jetzt schon aufgezogen ist, nur dass man es hier einfach nochmal viel professioneller gemacht hat. Also die Story, die spricht mich richtig gut an. Ohne Frage. Richtig, richtig gute Story. Gefällt mir bislang, wie man das hier aufgezogen hat. Und so würde ich mir das natürlich in F1 dann auch wünschen, wenn dann im neuen Spiel auch wieder ein neues, so ein Story-Modus mit reingebracht wird, dass man da noch mehr Liebe reinsteckt. So wie hier bei Grid. Ich habe im Übrigen keinen Plan von Grid, überhaupt gar nicht. Das ist mein erster Berührungspunkt. Vielleicht für euch... da ist was geflogen. Nice. Vielleicht für euch noch kurz zur Info. Ja. Grid könnt ihr auf PC, Xbox und PlayStation spielen. Aktuell ist allerdings ein Vollpreistitel, ja. Also wenn ihr das noch nie gespielt habt, dann fällt es einem wahrscheinlich dann schwer, hier in diese Spielreihe einzusteigen. Aber insgesamt, ey, es macht richtig, richtig Laune hier zu fahren. Vor allem hier so auf diesen engen Strecken mit den Wagen. Und die fahren auch alle nochmal einen Ticken aggressiver als in der Formel 1. Aber man dreht sich halt nicht so schnell weg wie in der Formel 1. Deswegen ist das alles eigentlich ganz cool. So, ich bin jetzt aktuell Platz 3. Ich weiß gar nicht. Oh, der. Alter, was macht der denn? Der kann er nicht einfach dann zurücksetzen in der Hoffnung, ja, die werden schon an mir vorbeifahren. Also scheinbar fährt man hier mit anderen Regeln, als das in der Formel 1 der Fall ist. Ja, wo man dann für sowas bestraft. Und wenn man sich dreht, dann muss man erst das Feld vorbeilassen. Und kann er nicht einfach, wie man gerade lustig ist, versuchen, seine Karre zu wenden. Ey, weil was soll denn das? Und ich glaube, bei mir geht es jetzt hier in dem Rennen gerade so ein bisschen darum, zu zeigen, was ich kann, um mich für dieses Grid-Team zu empfehlen. Runde 2 von 3, also ich denke, das Rennen sollten wir gewinnen. Jimmy Estrada. Dann fahren wir mal, wo bietet es sich an? Eigentlich außen. Immer schön, schön. Ja, ja, ich bleib nicht nur besser als Vega, ich bleib einfach besser als alle. Gut, Schwierigkeitsstufe Mittel ist dann wahrscheinlich... doch nicht so schwer. Ich meine, ich spiele es ja auch nicht mit Lenkrad, gerade so mit Controller. Mit Lenkrad ist das bestimmt nochmal eine andere Nummer. Aber das, also ich muss mir dann echt mal noch anschauen, was so die anderen Modi hier sind in dem Game. Aber bislang macht es mir echt richtig Spaß. Auch so vom Sound hier beim Fahren finde ich das großartig. Und wenn die anderen Modi auch noch klasse sind, dann wäre das auf jeden Fall eine Überlegung, das zu behalten. Und dann hin und wieder mal auch ein anderes Rennspiel als F1 zu daddeln. Wobei dann eventuell natürlich mein F1-Skill drunter leiden könnte. Das wäre natürlich nicht so cool. Easy peasy win. Elimination. Das ist doch auch mal ein geiler Modus. Platz 10 oder höher. Wir sind aktuell 15er. Eliminiert wird aktuell Naomi Vandenberg. Du wurdest ins Team geholt, um so viel zu leisten wie ich, 22. Wir brauchen gute Ergebnisse von dir. Widersacher. Okay, Borislav Petrov jetzt mal im Widersacher. Genau, so, wir arbeiten uns jetzt erstmal nach vorne. Ja, in 12 Sekunden wird der erste eliminiert. Dann fahren wir aber relativ lange, wenn das jetzt... Also, wenn immer bloß einer eliminiert wird, ja, dann fahren wir jetzt relativ lang. Ich habe im Übrigen, warum... Also, ihr werdet jetzt vielleicht fragen, warum wir so lange jetzt den Story-Modus spielen. Ich habe jetzt mal in das Hauptmenü geguckt, ja, dort können wir noch Karrieremodus starten. Ich denke, wir wissen alle, was man sich unter einem Karrieremodus vorstellen kann. Ja, gibt natürlich verschiedenste Modi, Rookie-Modus und so weiter und so fort. Aber, ja, dann ansonsten gab es dann noch die Möglichkeit, halt online zusammenzufahren. Online, dieses, was ich vorhin erzählt hatte, mit Rennen erstellen und so weiter und so fort, das funktioniert auch alles
online, ja. Und leider Gottes kann man aber jetzt nicht einfach mal sagen, okay, ich würde jetzt gerne ein schnelles Rennen fahren, offline auf der und der Strecke. Also ich habe keine Möglichkeit gefunden, irgendwie offline was zu fahren. So einfach mal zwanglos wie im schnelles Rennen, wie man das beispielsweise bei F1 hat. Das habe ich nicht gefunden. Weiß nicht, ob ich mich blöd angestellt habe oder ob es das einfach nicht gibt. Auf jeden Fall habe ich es nicht gefunden. Und deswegen habe ich dann am Ende gesagt, klar, man kann jetzt im Übrigen auch noch sein Team verwalten, seine Fahrzeuge kann man verwalten und verbessern im Übrigen im Hauptmenü. Das ist auch möglich. Aber ja, das ist es halt dann auch, was man im Hauptmenü noch so machen kann. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, okay, ja, Karrieremodus brauche ich jetzt nicht zwingend unbedingt noch zeigen. Dann machen wir noch ein bisschen Story-Modus. Zeige ich euch hiervon noch ein bisschen was und dann war es das. Also wie gesagt, kann dann noch einen Karrieremodus fahren oder ansonsten ein bisschen online fahren. Seine Fahrzeuge verwalten, sein eigenes Team, was man erstellen kann, verwalten. Ja, aber das war's dann auch. Es ist halt ein Game, ein Racing-Game, wo eben der Hauptfokus auf dem Racing steht. Wir sind jetzt aktuell in Kapitel 5, glaube ich, was diesen Story-Modus angeht, genau. Und insgesamt gibt es 34 Kapitel. Also auch der Story-Modus ist etwas länger als der in Formel 1. Ja, warum vergleicht ihr das eigentlich die ganze Zeit mit F1? Ich vergleiche es mit F1, weil das einfach auch nochmal ein Spiel zum einen ist von Codemasters. Und zum anderen halt auch ein Spiel ist, was ich kenne. Ja, was ich kenne, was ich in- und auswendig kenne. Deswegen ziehe ich da diese Vergleiche zu F1. Junge, verpiss dich doch. Ich will jetzt hier vorbei an dem. Raul Popescu. Ich versuch's. Kann ich jetzt hier innen? Ja, innen vorbei. So lobe ich mir das. Valentin Manns. Oh Gott, habe ich fast vergessen zu bremsen jetzt hier. Ging ja nochmal gut. Ist eigentlich meine Teamkollegin, ja, die ist noch drin. Die ist noch drin. Die scheißt ganz schön rein, ja, dafür, dass sie so ein übelstes Talent sein soll, ja, kackt die ganz schön ab. Weiß auch nicht, wie das bei Grid ist, ob alle gleich starke Autos haben, weil wir haben jetzt diese beiden lilanen Autos hier vorne. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch so ist, dass es halt bessere und schwächere Autos gibt. Deswegen kann ich auch gar nicht einschätzen, wieso mein Auto von der Stärke her eigentlich ist. Aber ja. Hat der gerade überlegt, ihn zu überholen, der Knecht? Vergiss es! Kontakt. Als ob ich den dort vorbeilasse. Hallo? Meine Teamkollegin ist auf jeden Fall schon mal raus. Und jetzt werden gleich die Plätze 3 und 4 eliminiert. Also jetzt Scheiße zu bauen wäre nicht so geil. Und danach muss ich einfach nur vorne bleiben, um das Rennen zu gewinnen. Oh. Wir sind die letzten beiden, die drinnen sind. Drei, zwei, das schafft er nicht mehr. Easy win. Aber ihr Lieben, das soll es gewesen sein zum heutigen Angespielt. Das soll es gewesen sein zu Grid Legends. Auch wenn wir uns hier nur den Story-Modus angesehen haben. Wie gesagt, man kann trotzdem noch Karrieremodus spielen. Man kann online gegen andere spielen. Man kann seine Fahrzeuge verwalten, verbessern, verändern. Man kann eigene Strecken bzw. eigene Championships erstellen und die online spielen. Man kann sein eigenes Team kreieren. Also viele, viele Dinge, die es hier zu tun gibt. Und vor allem, man kann Rennen fahren auf Strecken, die man vielleicht auch aus anderen Sportarten kennt. Und damit natürlich nochmal sich schon von vornherein ein bisschen mehr ins Herz gespielt haben. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zum Spiel. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, ohne Frage. Und dann bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaltet gerne zum nächsten Angespielt wieder ein. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.